Ich habe nämlich da drüben relativ weit, also relativ weit, nicht weit von hier entfernt, noch einen gehabt und daraus habe ich dann meine volle Falle gebaut. Ewigkeiten her. Aber dazu kommen wir natürlich auch noch. Wie gesagt, das Video wird für mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Aufnehmzeit bedeuten, aber dann komme ich wenigstens selber mal wieder dahinter, was ich eigentlich hier alles so gebaut habe und ihr wisst auch mal wieder, wie hier der Stand ist. Wie gesagt, es hat sich nichts verändert. Aber für Leute, die neu dabei sind, es sind immerhin einige dazugekommen, was mich sehr freut. Man könnte auch mal sehen, was ich eigentlich davor eigentlich hauptsächlich so gebaut habe. So, Quick Drop funktioniert noch, anders als der Bootaufzug. Und jetzt wird schon wieder fast Nacht und ich habe natürlich nicht dran gedacht, mir ein Bett mitzunehmen. Ich vogel. Ja, gehen wir nochmal schnell hoch, würde ich sagen, beziehungsweise wenn wir gerade nach unten sind. Das sieht so komisch aus. Können wir noch schnell schauen, wie das hier funktioniert. Licht müsste eigentlich bald angehen. Wenn dieses Licht hier angeht, geht auch dieses Licht hier an. Und da fehlen ein paar Hunde. So, jetzt müsste eigentlich Nacht werden, oder beziehungsweise der Day-Night-Sensor müsste eigentlich bald anspringen. Das sind die beiden Dinger hier, wie gesagt. Und sobald das angeht, geht auch das an und da hinten dann noch was. Aber das geht dann nur an, wenn ich mich in dem Bereich bewege, weil nämlich das sonst unloaded Junk sind. So, ich will jetzt das Licht haben. Ich wette mit euch, das ist wieder gerade einer. Ja, einer ist noch ausgefahren. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob er eingefahren sein muss oder ausgefahren. Eins von beiden. Auf alle Fälle, ihr seht, einer hat sich schon dran gewöhnt, dass nach das jetzt könnte es sein, dass ne, immer noch nicht. Aber normal, es müsste bald soweit sein. Hinten geht gerade die Sonne unter. Na komm. Duzi, duzi, du. Da. Ihr seht, Licht an, da ist Licht an, oben kommen noch die Augen rau weg und dafür Licht. Das ganze System mit dem Licht, Day Night Sensor, den hat ISOSLAB erfunden. Ich habe aus einem quasi zwei nebeneinander gemacht, dann ist das Ganze ein bisschen stabiler. Ey, die Nacht sieht mal richtig geil jetzt aus im ISA. Ja, das ist cool gemacht. Und ich habe die halt hier rangebunden, mein Hundezwinger, weil ich hatte nämlich so viele Hunde gefunden auf einer Baustelle. Quasi zum Projekt, da komme ich später auch noch dazu. Das ist ein Riesending von mir. Und da habe ich hier so einen Hundezwinger gebaut und das ist natürlich nicht so gewollt. Ich vermute mal, dadurch, dass jetzt quasi die Pistons jetzt anders funktionieren. Mit einer leichten Verzögerung hast du jetzt alle raus teleportiert. Scheint so. Normalerweise würden die runtergehen und dann die Pistons vorfahren und dann fertig. Genau, aber wie ihr seht, doink, sind ein paar rausgekommen. Wuff, 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 wuff. Naja, kann nichts machen. So, jetzt hat noch. Ja, hier haben wir eigentlich eh nichts mehr sonst. Gehen wir nochmal schnell hoch, holen uns ein Bett, beziehungsweise pennen nochmal schnell und dann kommen wir runter. Hier kann ich eigentlich eh nicht so viel sagen. Das ist mein Hoden-Logo, das da oben ist. Ja. Wie ist das? Pixel Art und zwar von Videogames Online. Die spielen ja, Musik aus Spielen, also Soundtracks. Live halt mit einem fetten Orchester nach. Davon ist denen das Zeichen. Und das habe ich halt da eingebaut auch. Technik ist eigentlich simpel, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Beziehungsweise doch, gibt es schon, weil nämlich das System dazu ich entwickelt habe. Haha. Glaube ich, oder? War es das? Das System? Ja, es war das System. Vielleicht ist schon mal jemand anders drauf gekommen, aber ich habe dann dazu noch ein Tutorial sogar gemacht. So kann ich jetzt, ich kann nicht mehr, ey, das ist schwul. Man konnte früher immer ins Inventar schauen, jetzt kann man nur noch Leave Bed drücken. Es ist schwach. So. Das heißt, ich werde euch kurz zeigen, wie die Technik da drin aussieht. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt, so glaube ich. Genau. Und zwar, das hier sind Double Pistons Extender.
Und zwar fahren die quasi aus, dann ist das Licht aus und ansonsten fahren sie eben ein. Und das Problem war, ich musste es irgendwie so konzipieren, dass quasi hier unten war das Problem, genau. Ich musste quasi, weil normalerweise sind dieses, das ist ein Block-Swapper, nennt sich das. Das heißt, entweder ist der da draußen oder ein normaler Stein. Und damit das funktioniert, muss aber einmal kurz der Strom weg sein, dann ändert sich das und dann muss wieder Strom kommen. Wenn aber beim Day-Night-Sensor geht entweder Strom an oder Strom aus. Das heißt, es muss aber immer Strom da sein und dazu habe ich dieses System hier entwickelt. Ich, ganz toll, Fachingenieur. Von unten kommt die Leitung nach oben und einmal geht es dann in einen hier kurzen Pulse-Slangser, glaube ich, nennt sich das. Und auf der anderen Seite auch, bloß quasi umgekehrt. Das heißt, jetzt geht es kurz aus, geht es kurz an, wird das Signal verkürzt, geht hier in eine Verzögerung bzw. Verlängerung. Das heißt, wenn es hier reinkommt und hier reinkommt, wird das Signal wieder lang gemacht, irgendwie so, was keinen Sinn macht, fragt mich nicht wieso. So geht es auf alle Fälle. Und dann kann man hier ganz bequem sehen, dass sich die ganzen Blöcke ändern. Genau. Simpel, aber cool. Ja, wir finden uns hier hinten, habe ich alles ein bisschen zugebaut. Und wenn wir eh gerade da sind, funktioniert jetzt auch alles nicht mehr, die Türen sind alle falsch dran. Toll. Hier ist eine kleine Farm von mir. Hier, wenn man drauf geht, geht die Tür wieder auf, genauso wie hier. Rechts geht's zu meiner Melonen. Ne, okay. Nicht zu meiner Melonen, sondern zu meiner Kürbisfarm. Die Melonenfarm ist da drin. Und genau, wenn ich hier alles auf harveste, dann bekomme ich genau 64 Stück. Mittlerweile baut keiner mehr so eine Farm, ist mir klar, aber damals, ja cool, links und rechts, damit es schneller geht. Ein paar habe ich schon. Und ja, eigentlich ganz okay. Hier drüben eben die Melonenfarm. Keiner isst mehr Melonen heutzutage. Hier bekommt man nicht so viel zusammen, aber da man ja mehr rausbekommt, reicht es auch vollkommen. Hauptsache man hat sowas, würde ich sagen. So, dann schauen wir zum letzten Teil hier eigentlich. Und der ist, das ist, dafür ist auch dieser, Entschuldigung, der Quick Drop da oben. Sieht man den Pisten, das war der eine Knopf bei den ganzen Öfen. Wenn drauf gedrückt wird, würde man genau hier rauskommen, direkt vor der Treppe, dann kommen wir hier rauf. Und das ist der, ich nenne ihn mal den verhurten Bootaufzug, deswegen steht auch hier fuck, 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 beziehungsweise fick dich. Das bauen wir mal weg. Jetzt weiß ich ja nicht mehr, ob das immer noch so ist, denn man hat in der 1.2 ziemlich die Probleme gehabt, beziehungsweise was auch immer das für ein. Ach, ja, genau, das hat sich jetzt halt automatisch wieder geändert, gell? Jetzt müsste ich normalerweise auch den Block so wenig hinbauen. Ah, nicht, okay. Ja, damals habe ich anscheinend dunkles Holz nur dabei gehabt. Sieht man mal, das hat sich sogar bis jetzt hingespeichert. Ja, wäre kein Problem, das zu ändern. Ein Bootbehälter. Hier Boot reingefahren, hier drauf gedrückt, Boot rausgekommen unten mit der Falltür, zack, rauf, losgefahren. Man konnte dann auch noch, wenn man hier irgendwie ankommt, dann konnte man genau aussteigen und sofort rüber. Und der öffnet auch die ganzen Türen und hier eben eine versteckte Piston Hidden Door. Und die führt wiederum zu meinem, ups, rechts einmal zu meiner Minecart-Station, wo man rauskommt. Und wenn man wieder runter geht, was ist in der Kiste noch? Ein bisschen Schrott. Hier dürfte noch was drin sein. Okay. Zu meinem automatischen Bahnhof. Cool. Ah, schade. Ich habe mir gerade gedacht, wow, was ist denn da los? Da weiß ich einfach nur, ein Lichtfeld kann es sein. Warum ist es denn hier so hell? Gute Frage, nächste Frage. Ja, von hier oben kommen die Minecarts runter, wenn man aussteigt. Die fahren dann hier. Früher zumindest, ob es jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Dann sind sie hier links gefahren und dann auf den Stapel. Und auch so ist es gewesen, wenn man quasi das Minecart losschickt. Und es ist keine Person drin, ist das Minecart ja langsamer. Dann fährt es quasi so, dass es da wieder weggeht. Wenn man drauf ist, fährt man schneller und man fährt drüber. Ist jetzt eben keine Person drin, dann kommt es wieder zurück, fährt über die Strecke hoch, fährt darüber und fährt da rein. Wenn es wie jetzt voll ist und jetzt noch eins kommen würde, wird es wieder zurückfahren und hier runterfahren. Und sich dann hier ansammeln. Hier waren schon mal mehrere. Das ist quasi so ein Minecart-Endlager.
Hier habe ich locker schon mal 20 Stück oder so rausgeholt. Ich weiß gar nicht, ob welche drin sind. Nee, habe ich wieder alle verteilt. Das ist quasi so Uran-Endlager, bloß hier halt eben Minecraft-Endlager. Einfach total sinnlos eigentlich, aber ich fand es ganz lustig. Hier ist noch ein bisschen Steuerung vom Bootaufzug. Und jetzt kommen wir zum alten System des Minecarts-Stapels, beziehungsweise auch, ja. Hier ist eigentlich die einzige Technik, die noch verwendet wird. Hier geht's runter, das braucht man gar nicht, ist völlig sinnlos. Dann geht's hier rauf und durch die Steine kommt's dann eben hoch. Früher hatte ich auch so einen Aufzug, den hat mir Tim gebaut, der Minecraft-Experte.de. Dafür war hier einiges mehr an wichtigen Sachen nötig. Unter anderem waren das damals alles normale Dinge und man hat dann ja die Minecarts immer so hin und her boosten können. Dann hier ein extra Booster. Ich habe das dann probiert nochmal so nachzubauen, aber mit den neuen Rails, weil es war ja so auch dann. Aber war natürlich total alles im Arsch. Jetzt habe ich dann quasi den neuen Aufzug von ihm nachgebaut. Aufzug, warum sage ich im Aufzug? Ich meine natürlich den Bahnhof automatischen. Und jetzt ist, wenn ich oben Knopf drücke, geht das hier irgendwie so und da so. Und genau, das ist der Knopf. Das ist, wenn ich dann losfahre, dann schaltet ihr das automatisch auch, dass eine neue kommt, genau. Und das geht dann hier runter und hier ist einfach nur nachgebaut, so wie es er gehabt hat. Ich kenne mich hier nicht aus. Wenn es jetzt irgendwas geändert hat, ja, keine Ahnung, wie ich das ändern soll. Muss ich halt nachschauen oder er macht nochmal ein Tutorial dazu, aber ich glaube nicht, dass sich da irgendwas geändert hat. Dann geht das hier irgendwo hoch und weiß der Teufel, wo ich da rauskomme. Ah, das öffnet dann eine Falltür und dann kommt ein Minecart. So, wirst du Bescheid, oder? Gut. Ja, hier ist ja nichts mehr. Dann zu den Auswahlmöglichkeiten. Werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal das dann auch wieder beheben müssen. Packen wir uns mal noch ein bisschen Redstone ein. Sollte reichen, möchte man meinen. Ja. Denn ich befürchte, wenn ich jetzt hier auf Start drücke, wird wahrscheinlich. Ah, okay. Die wird dann noch gepowert. Und jetzt müsst ihr sehen, jetzt fährt es gleich rechts. Genau. Und es kommt aber automatisch wieder eins. Warum ist die nicht mehr gepowert? Hä? Okay. Anscheinend wurde die Höhe geändert. Okay. Ja. Gut. Aber ihr habt es gesehen, es ist dann nach rechts gefahren und wäre dann da reingefahren. Und wenn wir jetzt schnell genug sind, dann seht ihr, es fährt wieder hoch. Genau. Aber in der Zwischenzeit ist schon wieder Neues gekommen, denn sobald man darüber fährt, holt es automatisch ein Neues. So, dann habe ich insgesamt drei Hauptrichtungen und noch mehrere Unterrichtungen. Einmal geht es nach links, wow, und einmal nach rechts und einmal geradeaus. Wenn ich keinen Hebel aktiviere, fahre ich geradeaus. Wenn ich rechts aktiviere, fahre ich rechts. Wenn ich links aktiviere, fahre ich links. Wenn ich links und rechts aktiviere, fahre ich trotzdem links, weil der Linksschalter hier eben kürzer ist. Das Ganze funktioniert eigentlich so, es ist hier quasi ein Viereck aufgebaut, seht ihr. Darunter befindet sich eine Torch und da, glaube ich. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt links fahre, ändert sich diese Weiche und ich fahre automatisch nach links. Wenn ich zurückkomme, fahre ich automatisch wieder hier rechts und da oben ist ja mein Ausstieg. Wenn ich jetzt die rechte nach rechts fahre, dann ändert sich diese Weiche. Ich fahre hier geradeaus weiter und nach rechts. Komme ich wieder, fahre ich hier zurück, komme hier und fahre wieder hier hoch. Das heißt, ich komme trotzdem immer da oben an. Habe ich jetzt keinen Schalter aktiviert, so wie jetzt, fahre ich durch und fahre hier geradeaus und komme dann bei meinem ursprünglichen ersten Spawn raus und der befindet sich ziemlich weit da hinten. Und wenn ich dann wiederkomme, fahre ich auch wieder geradeaus, fahre da drüber, wieder rechts und fahre wieder hoch. Das heißt, egal von wo ich wann irgendwie komme, ich fahre immer da hoch. Und das ist eigentlich der Clou dabei. Hat ein bisschen gedauert, aber ja, seht, ich habe es hinbekommen. Gut, ich würde sagen, als erst starten wir mal mit der rechten Seite. So, schauen wir mal, ob es mit uns auch noch funktioniert. Subscribe.